Nehmen wir mal an, ihr kommt aus dem Urlaub zurück, wo ihr eure neue Fuji so richtig auf Herz und Nieren getestet habt. Die Speicherkarte ist voll und jetzt soll das Ganze in Lightroom, um natürlich begutachtet zu werden. Und natürlich möchte man auch in Lightroom die Filmsimulationen austesten. Aber dummerweise zeigt Lightroom überhaupt keine Filmsimulationen für die Fuji an. So zumindest ging es mir, als ich die ersten Bilder von der neuen Fuji in Lightroom importierte. Aber keine Angst, die Filmsimulationen sind nicht weg, sie werden eben nur hier in den Favoriten nicht angezeigt. Damit die Fujifilm-Filmsimulationen auch hier in diesem Menü angezeigt werden, muss man einfach nur auf Durchsuchen klicken. Im Menü für die RAW-Profile kann man jetzt oben rechts den kleinen Stern anklicken und somit hat man auch jede gewünschte Filmsimulation als Favorit im Pop-up-Menü. Dummerweise funktioniert das Ganze nur, nachdem man das erste Mal Fujifilm-Dateien importiert hat. Denn die Fujifilm-Filmsimulationen können auch nur auf Fujifilm-Dateien angewendet werden. Öffnet man beispielsweise eine Sony-Bilddatei, so werden die Fujifilm-Simulationen erst gar nicht angeboten und sind somit auch nicht anwendbar auf andere Kameramarken. Nachdem ich jetzt schon 173 Fotos importiert habe, hilft mir das in diesem Fall natürlich nur bedingt. Stellt sich also die Frage, wie man das RAW-Profil bei allen bereits importierten Bildern ändern kann. Zum einen habe ich natürlich die Möglichkeit, jedes einzelne Bild durchzugehen und das RAW-Profil händisch zu ändern. Und bei bereits 173 importierten Bildern dauert das Ganze natürlich eine Weile. Wie man das Ganze schon beim Import anwenden kann, zeige ich später. Jetzt müssen die 173 Fotos erstmal das gewünschte RAW-Profil bekommen. Und das natürlich mit wenigstmöglich Aufwand. Möglichkeit Nummer 1, um das RAW-Profil automatisch zu ändern, ist das Erstellen eines Presets im Entwicklungsmodus. Als erstes wählt man rechts das gewünschte RAW-Profil aus. Anschließend erstellt man ein neues Preset und aktiviert dort bei den Einstellungen nur Behandlung und Profil. Somit kann man das neue Profil im Entwicklungsmodus relativ schnell und einfach auf die gewünschten Bilder anwenden. Um nicht über jedes Bild gehen zu müssen, lässt sich das Ganze etwas schneller im Bibliotheksmodus anwenden. Hierzu wählt man die gewünschten Bilder aus, öffnet die Ad-Hoc-Entwicklung und wählt dort bei gespeichertem Preset das vorhin erstellte Preset. So könnte ich jetzt bei allen bereits importierten Bildern das Preset anwenden und somit ein neues Profil zuweisen. Das Across-Profil habe ich jetzt für diesen Fall hier nur genutzt, damit man es auf dem Video bzw. Bildschirm besser erkennen kann, wie das Ganze funktioniert. Es lohnt sich auch absolut, sich das Ad-Hoc-Entwicklungsmodul mal genauer anzuschauen. Beispielsweise könnte ich jetzt auch hier eine automatische Tonwertkorrektur über alle importierten Bilder laufen lassen. Oder zumindest über die, die ich markiert habe. Im Übrigen funktioniert das Ganze nicht nur für Fujifilm-Dateien, sondern natürlich auch für alle anderen Bilddateien, die sich in eurem Lightroom befinden. Um das gewünschte RAW-Profil auf alle Bilder anzuwenden, gibt es aber noch einen weiteren Weg. Und zwar über das Kopieren der Entwicklungseinstellungen. Ich öffne das Bild im Entwicklungsmodus und weise dem Bild das gewünschte RAW-Profil zu. Zurück in der Bibliothek aktiviert man jetzt als allererstes das Bild, an dem die Änderungen gemacht wurden, und anschließend alle anderen, auf die die Einstellungen übertragen werden sollen. Mit einem Rechtsklick auf das erste Bild, an dem die Änderungen gemacht wurden, wählt man jetzt Einstellungen synchronisieren aus und überträgt somit alle gemachten Einstellungen auf die anderen Bilder. Wie man sieht, gibt es also unterschiedliche Wege, um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Welchen man davon wählt, ist völlig egal. Um das richtige RAW-Profil schon beim Importieren der Bilder anzuwenden, gibt es nochmals zwei ganz grundlegende Wege. Als allererstes kann man im Import-Dialog bei den Entwicklungseinstellungen die Kameraeinstellungen auswählen. In diesem Fall bedeutet das, dass dem importierten Bild genau das Profil, welches auf der Kamera eingestellt war, auch zugewiesen wird. Hat man die Bilder in Provia gemacht, so wird auch Provia als Standard-RAW-Profil eingestellt. War man vielleicht aber mit Across unterwegs, so wird natürlich dann beim Importieren auch das Across-Profil angewendet. Aber so werden alle Bilder mit dem Profil importiert, mit dem sie auch auf der Kamera aufgenommen wurden. Dennoch hat dieser Weg für mich einen entscheidenden Nachteil.
Erstens muss ich das Ganze jedes Mal im Import-Dialog wieder neu einstellen. Und zweitens möchte ich das beispielsweise für die Bilder, die ich mit meiner Sony aufgenommen habe, überhaupt nicht. Denn da bevorzuge ich das Adobe RAW-Profil. Und damit kommen wir zu dem Thema, was für alle interessant ist, die mit unterschiedlichen Kameramarken arbeiten. In den Voreinstellungen von Lightroom hat man unter Presets die Möglichkeit, unterschiedliche RAW-Profile für unterschiedliche Kameras zu definieren und abzuspeichern. So erkennt Lightroom automatisch beim Import, um welche Kamera es sich handelt und wendet das gewünschte Profil an. Einziger Aufwand ist das einmalige Anlegen dieses Presets, was man später natürlich auch wieder jederzeit ändern kann. Um bereits importierte Bilder nachträglich jetzt noch zu ändern, muss man nur in der Bibliothek alle Bilder aktivieren und bei gespeichertes Preset den Standard auswählen. Anschließend wird den ausgewählten Bildern hier das entsprechende in den Voreinstellungen definierte RAW-Profil zugewiesen. Alle neuen Bilder, die jetzt importiert werden, kommen dann aber automatisch im richtigen Profil in Lightroom an. Wer Lightroom CC oder Lightroom auf dem iPad sowie dem Smartphone benutzt, der kann das ebenfalls in den Voreinstellungen definieren. Standardmäßig ist das auch in diesen Apps nicht aktiviert. Wer sich mit diesem Thema bis jetzt hier auseinandergesetzt hat, der versteht jetzt auch, warum es unterschiedliche RAW-Standards und Profile gibt. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass man jederzeit auch andere RAW-Standards und Profile anwenden kann. Aber wer will das bei der Fuji schon? Damit wären wir für heute durch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Fragen oder Anmerkungen könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen Like oder vielleicht sogar ein Abo. Wie immer zum Schluss wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß in Lightroom und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.